CTV für die Opernwerkstatt. Ein ganz besonderer Gast hier heute Abend sitzt neben mir. Das ist nämlich der Regisseur. Ich frage ihn auch jetzt mal, stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer sind denn Sie? Ja, ich bin Martin Philipp. Ich bin der Regisseur von der Oper Tosca, die jetzt, wann hat sie die Premiere? Am 9. Juni Premiere hat. Juli, Entschuldigung. 9. Juli Premiere hat. Wird rausgeschnitten. Wir schneiden nicht, wir sind im Internet. Also insofern, da geht es ein bisschen einfacher zu. Der Markus Bosch hat Sie wahrscheinlich gefragt, weil Sie schon mal zusammengearbeitet haben. Genau, wir haben zusammen in Schloss Oper Haldenstein zusammengearbeitet. Da habe ich die Carmen inszeniert. Und aus der Zusammenarbeit sind eben fruchtbare Böden entstanden. Und wir haben uns hier zusammen gefunden, um das Projekt hier zu machen. Sie haben heute auch das Bühnenbild präsentiert. Wir sitzen davor. Sie haben ein paar Sachen auch gesagt, vielleicht können Sie es nochmal wiederholen. Es gibt so ein paar Kernelemente bei Tosca, die Sie, glaube ich, auch zusammen mit dem Bühnenbildner rausgearbeitet haben. Vielleicht nochmal zwei, drei Stichworte dazu. Also für mich ist es wichtig, erstmal, für mich ist der Schwerpunkt auf einem Höllensturzbild. Weil die Personen, gerade die drei Protagonisten wie Scarpia, Tosca und Cavaradossi, sind gefangen in ihren Leidenschaften. Also es ist so, dass Tosca gefangen ist in ihrer Eifersucht, Cavaradossi in der Liebe zu Tosca und Scarpia eigentlich in seinem Machtbewusstsein und in seiner Anmaßigkeit, die er an den Tag legt. Und den Leuten wird eigentlich im Laufe des Stückes in diesem Krimi, der eigentlich in 24 Stunden abgehandelt wird, wird der Boden entzogen eigentlich unter den Füßen. Das ist so darstellbar eben durch einen symbolischen Höllensturz, die sie nach unten fallen. Und es gibt natürlich, dieses Bild kommt auch von dieser Engelsburg des letzten Aktes von der Tosca, weil auf der Engelsburg steht die Statue des Erzengel Michaels, der den Teufel in Form einer Schlange und die Sünder in die Hölle schickt. Daher kam natürlich auch die Idee, die wir hier in Form eines Bildes wie fallende Menschen, die ihrem Grund enthoben werden und fallen. Und symbolisch oder symptomatisch ist eben auch der Sturz der Tosca hinterher von der Engelsburg dafür. Wenn ich Markus Bosch richtig verstanden habe, haben Sie sich alle zusammen. Es gibt ein sehr großartiges Team, angefangen von ihm, dem Regisseur, bis hin zu, wie ich gehört habe, sehr außergewöhnlichen Lichtleuten, die also noch für das richtige Licht sorgen, bis hin zu hinter den Kulissen, die Spezialisten. Ist dann Opernfestspiele draußen was ganz anderes als drinnen? Ja, also die Begebenheiten sind natürlich so, dass man hier nicht wie im Theater also Hebebühnen hätte oder man hätte Kulissen hinten, die man runterfahren könnte. Wer hätte Schnürboden, also wo alles von unten kommt. Hier muss man eigentlich sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Schwierige ist natürlich, hier hat man auch nicht die großen Umbaumöglichkeiten oder den Vorhang mal zuzuziehen, um einen Umbau vonstatten gehen zu lassen. Hier ist es eher so, dass man versuchen muss, die Bilder, die einzelnen Akte ineinander zu verstricken, ohne dass eine große Unterbrechung entsteht. Und natürlich ist ein Open Air immer ein anderes Ambiente auch. Also der Anspruch ist, glaube ich, auch ein bisschen anders, dass man im Theater gehen kann. Festivalcharakter ist für mich auch ein Teil auszuprobieren, auch mit Anspruch auszuprobieren, aber auch das Publikum so in diese Bühne, dieses tolle Ambiente, was wir hier in der Burg haben, mit einzubeziehen in das Stück und das darauf zuzuschneidern. Also das ist anders als die Möglichkeiten, die wir im Theater hätten, wo man alles hinbaut. Hier sind die Gegebenheiten, man hat hier etwas und man muss damit arbeiten, was man hier hat. Also allein schon die Grundmauer der Burg, die hinten ist, die so eine Kälte ausstrahlt eigentlich, das gut ist für das Stück, also gerade für Scarpia als machtbesessenen Menschen, das mit einzubauen in ein Stück wie eine Tosca, das ist die große Herausforderung und das zu schauen. Und dann natürlich kann man mit dem Budget muss man einfach auch schauen. Es ist nicht wie im Theater, ist es eben möglich, weil man Werkstätten noch an der Hand hat. Hier muss man dann irgendwie auch anders kalkulieren. Und gerade auch in dieser Möglichkeit dieser Ausweichspielstätte, die wir im Kongresszentrum haben, die Regenwettervariante, solche auch eine gleichermaßen hochqualitative Veranstaltung werden, wie es hier in der Burg wird.
also im Schloss. Ich habe so ein Bild vor Augen, dass Sie, als Sie wahrscheinlich mit Markus Bosch gesprochen haben, sofort nach Heidenheim gereist sind, um gedankenversunken durch diesen Rittersaal zu laufen. Das ist so ungefähr, also wie Markus mich gefragt hat, war ich natürlich ganz gespannt, dieses hier zu sehen, weil ich das vorher noch nicht kannte, obwohl das ja eins der alteingesessenen Opernfestivals ist hier. Also das ist schon seit 1900, ich weiß nicht, die Geschichte 1906, also das ist schon sehr alt, eins der traditionellen hier in Deutschland, Open Airing. Und ich kannte es aber noch nicht und dann sind wir natürlich, haben wir uns hier getroffen und ich habe mir erstmal diesen und es war verschneit, also es war ein ganz schrecklicher Tag, es hat nur geregnet, es war eiskalt, ich habe gefroren und ich sah nur triefende Wände, nass, alles offen und habe gedacht, oh ja. Und dann hat Markus Bosch gesagt, stell dir vor, es ist Sommer. Ja, so ungefähr. Und dann geht die Sonne auf und da ist der Sonnenaufgang und dann, also da erstmal zu schauen, wie kann man eigentlich so eine riesige Bühne, so einen Burginnenhof bespielen, so einen Rittersaal bespielen. Also das war schon spannend, zuerst mal zu sehen in der Kälte und da die ersten Ideen zu kriegen, wo spielen wir, auf welche Seite spielen wir, wie machen wir das, wie können wir auch die einzelnen Fenster, also diese Fronten mal zu beurteilen, wo sind Auftritte, wie kann man das machen mit dem Stück mit Auftritten, wie ist das mit dem Chor, wo können eigentlich eine Masse von 40 Leuten, die in diesem Stück sind, wie können die da auftreten, dass es nicht... sich anhört, als wäre eine Kuhherde, der hinten die reinkommt. Also wie kriegt man das alles zustande? Die Sachen sind dann nach und nach gekommen, also diese Ideen auch, das so zu tun, wie wir es jetzt dargestellt haben. Es ist eine besondere Herausforderung. Ich habe vorhin mit einigen Künstlern auch schon gesprochen. 29. Mai beginnen, glaube ich, die Proben. Sie haben eine ganz kurze Probenphase. Also das wird wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung. Also die Probenphase wird bestimmt, obwohl sie eigentlich mit 6 Wochen üblich ist, auch im Theater. Jetzt haben wir natürlich hier die spezielle Situation, dass man eigentlich an 2 Spielorten spielen muss, also die Regenwettervariante auch noch, dann wird es schon wieder knapp. Es ist machbar, aber man muss da zügig arbeiten, aber ich mag das auch, dass man da Druck hat und dass man das durchziehen muss. Also man kann da nicht, ich denke, nicht so viel Schlendrian walten lassen, also man muss da durchziehen und man muss, glaube ich, auch eine ganz gute Vorbereitung machen, in dem Sinne, dass man eine gute Disposition für die Sänger hat. Wann ist wer da, weil ja noch in einigen Bundesländern Spielzeit ist, also an den Theatern und die auch noch verpflichtet sind an anderen Theatern. Und da muss man natürlich koordinieren, springen. Und ich glaube, man muss als Regisseur dann eben auch schon die Fähigkeit besitzen, wie im Film, ins Ende zu springen, um diese Szene zu proben, weil man sonst keine Möglichkeit hat, weil der andere nicht da ist oder so. Also man muss da sehr viel springen. Eigentlich also zeitversetzt proben. Eigentlich ist es schöner, chronologisch zu proben, also von Anfang an des Stückes. Aber ich glaube, hier muss man einfach die Fähigkeit besitzen, direkt zu wissen, was man in der Endszene zum Beispiel schon machen möchte, um die schon vorzuziehen, um dann in die Mitte des Stückes zu springen. Das ist manchmal schwierig für die Sänger, finde ich, weil gerade Theatersänger oder Theaterschauspieler ist es wichtig, eine Figur zu entwickeln. Also das heißt, einen Bogen zu finden, einen dramatischen Höhepunkt zu finden, wohin geht die Figur. Das ist natürlich, wenn man so springt, schwieriger. Also Filmschauspieler kennen das ja, dann hat man den Set da ist die Gegebenheiten, da ist es anders. Also da wird die große Schwierigkeit zu finden sein, eine gute Personenregie für sie zu machen, um den Bogen dieser Figuren zu kriegen und so eine Fallhöhe entstehen zu lassen, wo es hinterher dann ins Finale geht oder in den Tod, also bei Tosca. Da werden wir jetzt nicht fragen, alle anderen müssen die Frage beantworten oder vermuten, rätseln, wie stirbt Tosca. Die Frage erspare ich jetzt mal Ihnen, aber ich denke, dass wir zusammen einfach jetzt unsere Zuschauer und unsere Besucher einfach mal fragen, mit der Aufforderung, senden Sie uns noch mal bitte Ihre Kommentare unter diesem Blogpost, gerne auch bei Facebook oder auch bei Twitter. Wie stirbt Tosca? Wir sind gespannt und werden mit Sicherheit noch einige Gespräche mit Martin Philipp führen. Freue mich drauf. Dankeschön. Ich danke auch für das Gespräch. Dankeschön.